Mir hat einer einen Dollar überwiesen. Alles. Deckungsgeld. Aha, korrupter Bulle, du! Jetzt haben wir dich. Ich sag nie was, wenn ich die Mille, wenn ich mal eine Mille bekomme oder so. Das war jetzt nur ein Dollar, sag ich mir jetzt also nicht mal. Ah. Das ist Perrys Schutzgeld. So. Wow, ist ja richtig viel los hier auf der Route. Vor Treffer, ja, mal. Wenn ich gehe auch mal in die Pfirsichplantage. Sag mal, 90 Leute auf dem Server. Irgendwo müssen die doch sein. Oder da war ein umgefallener Baum. Das ist schon mal ein Hinweis. Da hatte es jemand eilig. Machst du bitte Licht wieder an, Perry? Danke. Ich dachte, wir fahren so mega sneaky so. Ja, dann ist das andere Fahrzeug, fliegt dann gleich in die Luft, wenn wir das rammen. Deswegen wäre ein bisschen schlecht dann. Wir können es dann einbauen, aber sonst. Ist ein Grenzposten von uns, ist auch nichts los. Hast du schon mal gesehen, wie eine Tankstelle in die Luft fliegt? Das ist mega übel. Habe ich gesehen, habe ich aber nicht auf Video. Das glaube ich unbedingt nochmal irgendwann aufs Video. Das ist sowas von laut. Ja, ich war. Okay. Da kommt ein Auto vor uns. Okay. Blaulicht, Blaulicht! Er macht normales Licht aus. Shift L, Shift L. Ich glaube, den bekommen wir nicht mehr. Doch, der Perry macht das. Ach, das ist okay. Easy. Ah, da vorne hält er an, oder? Ah, angehalten. Ja. Ah, ist ein braver Bürger. Also machen wir einfach allgemeine Verkehrskontrolle. Ich bin nochmal ruhig. Einen wunderschönen guten Abend. Du musst uns helfen, wir haben keine Ahnung. Wo geht es denn hin? Kevin, hilf uns! Allgemeine Verkehrskontrolle. Wir haben hier eine allgemeine Verkehrskontrolle. Perry, hilf mir! Er wollte ihn jetzt mal, wir müssen ihn jetzt einmal festnehmen, um den Führerschein zu checken. Wie geht denn das? Und, wie geht denn das? Shift R. Wir werden sie jetzt festnehmen und mal einmal durchschauen, was hier so alles schmuggelt wird oder auch nicht. Schiffen eher. Ja. Vor ihm. Jawohl. Nimm sie bitte mit H. Eskortieren und auf die rechte Seite, wenn es geht. Nicht, dass er den umgefahren wird. Wie meinst du denn eskortieren? H und dann eskortieren. H? Bei mir ist nichts auf H. Ich habe das unbelegt bei mir. Perry, kannst du das hier machen? Ein kleiner Moment, da war die jetzt auch noch einen kleinen Moment. Toll. Ja, ja, machen wir. Jetzt bitte von der Straße runter auf die rechte Seite. Ja, wunderbar. So. Wenn du durch brauchst. Und wie durchsuche ich ihn? Mit Z oder mit H? H und dann durchsuchen, aber nichts halt wegnehmen, also keine Waffen entziehen und so. Okay, dann musst du Lizenzen checken, durchsuchen. Hat keine illegale Items. Lizenzen? Hat er einen Führerschein und so für sein Fahrzeug? Ecke Lizenzen? Fahrlizenz braucht er. Führerschein, Pilotenschein, Waffenschein, Kokaintraining, ja, Kupferverarbeitung. Ja, das wissen wir nicht, das Kokaintraining. Das müsste noch also, sein Fahrzeug suchen. Das sieht bisher alles ganz gut aus. Schauen wir mal im Fahrzeug nach. Ja, machen wir das. Inventar ist leer. Schnell noch mit H durchsuchen. Achso. Harry, dann musst du das machen. Oh, eben. Der Reifen, der ist aber ziemlich knapp an der Abfahrgrenze. Schauen Sie mal, Herr Mucker. Da hinten rechts. Ja, das Fahrzeug gehört ihm schon mal und das Fahrzeug ist leer. Auf jeden Fall. Oh, das könnte eine Gefährdung sein. Herr Buddy. Ja, okay, tut mir leid, aber ich mach das eben so gerne mit meinem Auto. Sieht schon cool also, aus, ne? Das Fahrzeug ist auch getuned, wie ich hier höre. Ja, nee. Ja, kann sein. Aber ist die Leistungssteigerung egal, eingetragen oder nicht? Das Fahrzeug ist TÜV geprüft, also mit TÜV den Tuning-Sachen ja, durfte ich fahren. Okay, alles klar. Dann schauen wir nochmal einen Augenblick und dann können Sie auch gleich wieder weiter. Aha. Erstmal anschauen. Gleich wieder freilassen. Kannst du ja den Reifen platt schießen. Muss ich den auch mit H oder mit... H und dann entfesseln und dann halt sagen, mit V kann er sich befreien und dann kann er ganz normal weiterfahren.
Okay, das sieht soweit alles ganz gut aus. Wir lassen sie frei. Das bedeutet einmal V drücken zum Freilassen. Und ja, ich bitte Sie aber trotzdem, das Profil hinter dir steht. Ich bitte Sie trotzdem, demnächst die Reifen zu erneuern, so schnell es geht. Das ist sonst eine Gefährdung. Also wir lassen Sie hier mit einer Verwarnung davonkommen. Sehr nett von Ihnen. Ich glaube, auch in der Nähe ist irgendwo eine Werkstatt, da bringe ich das Auto sofort hin. Das freut uns. Dann wünschen wir Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Aber kommen Sie gut nach Hause. Ich habe noch eine kleine Frage. Sehe ich das so recht, dass hier auf der Schnellstraße ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? Das ist echt gelogen. 160, oder? Also, ja. Meine letzten Erkenntnisse sind 160 km/h, aber ich glaube, das schafft ihr Fahrzeug eh nicht. 19, rally up. Obwohl, das ist ja also mein Fahrzeug schafft es. Das schafft es, ja gut, dann müssen sie ein bisschen vom Gas wegbleiben. Aber fahren sie mal 160, ich schicke ihnen nachher eine Nachricht, was sich geändert hat. Cool, danke, sehr nett von Ihnen. Dann noch viel Spaß dabei, auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Er hat cool mitgemacht, das fand ich cool. Ja. Ich nur den Hunter müssen wir nächstes Mal abschließen. Sonst ist er weg. Das ging mit U, ne? Genau. Ja, genau, mit U. Okay. Ja, das ist diese ganze, weißt du, so, man muss die ganzen Sachen ja noch ein bisschen lernen, was man so alles RP-haftes machen kann. Nee, klar, aber ich finde das, er hat cool mitgemacht, war eine coole Durchsuchung und so passt das auch. Das ist richtig cool. Ja, das auf jeden Fall. Wir versuchen uns auch zu bessern. Ich werde jetzt erstmal die Tasse schnell belegen. So viel war mega lustig. Da hat Perry Spaß. Ich sag's dir, in einer Woche rastet der Perry hier mega aus. Nimmt alle fest. Wir können mal gucken, ob wir lasern können. Wir können hier rechts mal ranfahren. Einfach mal rein, mal gucken, wenn ein Fahrzeug vorbeifährt. Überhaupt ja irgendwo ein Set, außer sind jetzt die Leute da. Haben wir gehupt oder haben die da vorne gehupt? Ja, vorne, da ist der Marktplatz, da geht einiges. Gucken, ist hier noch irgendeiner? Ne, ist gar keiner, oh Gott. Ich hab's mal aufgeschlossen, nein. Abgeschlossen. So. Nice. Wie lasert man? Ein Taser und dann L gedrückt halten und auf das Fahrzeug zielen. Hey. Aber ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, also letztes Mal ging's noch. Dann war es im Update wieder draußen und ich glaube, es ist wieder da. Ich hoffe es zumindest. Kommt ein Fahrzeug. Ja, es geht wieder. Seht das? Okay. 30. Also 50 davon. Ich glaube, wir brauchen nicht mal anvisieren. Oder? Das ist echt geil. Dann müssen aber weiter vor, weil die fahren hier immer ziemlich langsam raus und dann da vorne ab der Brücke geben sie Gas. Also wir sollten ein bisschen weiter vor, wenn wir lesen wollen. 70 fährt der. Ja. Oh, 70? Oh, so, da müssen wir hinterher. Da müssen wir hinterher. Alle drin? Jo. Wir können auch aus dem Fahrzeug lasern. Holy shit. Mein Freund Fahrzeug ist da vorne geklaut, der rote auch so, oder? Okay, ich gebe kurz vor, fahrt ihr vor. Ich mach das alleine. Verfolgt ihr den? Okay, Perry, wir sind auf uns alleine gestellt. Alles klar. Oh, hallo. Wo sind Sie denn? Kommen Sie mal mit, dann bitte. Ich fahre mit euch in die Richtung. 76, sagst du? Also eben ist er 74 gefahren, als er an uns vorbei war. Die Frage, wo ist er hin? Fahr mal gerade aus. Wir werden den gleich schon einholen. War das der Offroader, der gerade weggefahren ist? Also hier ist ein Offroader geklaut worden, aber das ist in die andere Richtung gefahren. Falls ihr irgendwo einen roten Offroader seht, oh, hier. Anhalten. Um Pfirsich fällt. Einmal absch. Stehen bleiben, Perry? Ja. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hoffmann. Sie sind gerade geblitzt worden mit 74 km/h in einer Zone, wo Sie nur 50 hätten fahren dürfen. Das ist jetzt der Ernst, ich bin nicht und bin auf 74 km/h
den Kavala gefahren. Ich bin extra langsam an ihnen vorbeigefahren. Was soll das? So ein Quatsch. Sie wurden mit 74 km/h gemessen, wie sie noch innerhalb der Stadt davon gedüst sind. Deswegen werden wir sie erstmal festnehmen und untersuchen, ob wir noch einige Sachen finden können. So, mach ich schon mal K. Was muss ich dann machen? Checke Lizenzen erstmal, ne? Gucken, ob ja. Der... Wenn du das machst, durchsuche ich mal das Auto. Das ist auf jeden Fall sein Auto und auch nichts Illegales im Auto. Ölverarbeitung, Waffenschein, Rebellentraining, Kupferverarbeitung, Eisenverarbeitung. Das bedeutet, der hat keine Driver-Lizenz, ne? Kevin? Kevin ist gerade gemutet. Perry, der muss doch eine Driver-Lizenz haben, oder? Denke schon. Kevin! Ihr braucht eine Hilfe! Kevin! Was denn? Ich hab ja auch noch mehrere Leute. Der hat keine Fahrzeuglizenz. Der braucht doch eine Fahrzeuglizenz, oder? Er braucht eine Fahrzeuglizenz, ja. Okay, Herr Hoffmann, wir sehen hier ein kleines Problem. Sie haben keine Fahrzeuglizenz. Sie haben keinen Führerschein. Sie dürfen kein Fahrzeug führen. Hä? Ich hab einen Führerschein. Was soll das denn? Lizenz und Verarbeitung, Waffenschein, Rebellentraining, Kupfer, Eisen. Er hat einen. Hat er bei dir eins? Nein. LKW und Auto Lizenz entzogen. Ich weiß nicht, was das war. Also ich durchsuche sie gerade und ich sehe hier keine davon. Keine, die besagt, dass sie ein Fahrzeug führen dürfen. Sag mal, haben sie mir jetzt gerade die Lizenzen entzogen oder was? Das soll der Quatsch. Sowas wollen wir nicht machen. Wir sind hier ehrliche Cops und wir tun nur unseren Job. Ja. Das ist aber unfreundlich. Und so ein bisschen. Wir machen nur unseren Job und uns wird, also bei uns haben sie keinen Führerschein und dürfen somit das Fahrzeug nicht führen. Ja, habt den restrained, ja. Genau, also ich hab den festgenommen und... Ist er auf der Wanted-List? Habt ihr das mal gecheckt? Ich guck mal. Wie sieht man die nochmal? Mit Z, Verbrecher. Hey, Hoffmann ist drauf. Jawohl, der hat einen richtig dicken Fisch, Mann. Herr Hoffmann. Wir haben gerade in der Verbrecherkartei nachgeguckt, da sie auffällig geworden sind. Und da stehen sie drin für einmal Fahrzeugtötung. Mal fragen, was ich dazu äußern will. Ich hab den Typen sowieso das Geld gegeben. Der sagt D-Sync. Wenn er, es ist so bei uns geregelt auf dem Server. Bei D-Sync muss er direkt an die Cops ein Ticket schreiben, dass es D-Sync war und das mit dem anderen klären, dann passt das. Also es wird eigentlich immer auch gut gemacht, aber er hat nichts geschrieben und deswegen ist es ganz normale Fahrzeugtötung. Bei einem D-Sync ist es so auf dem Server geregelt, dass sie ein Ticket an die Cops sofort danach schreiben sollten, dass es ein D-Sync-Kill war, weil sonst kann man das nicht mehr nachvollziehen. Und in diesem Fall steht jetzt hier ein Ticket gegen sie offen. Ja, ich bin noch lange nicht so auf dem Server, deshalb wusste ich das noch gar nicht. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe leider nicht. Was machen wir denn jetzt? Also wir müssten den ja jetzt das Auto komplett entziehen und noch ein Ticket ausstellen, oder? Also ich glaube 15.000 für die Fahrzeugtötung. Dann würde ich das gleiche nochmal für Fahren ohne Führerschein und das Fahrzeug wird impounded, weil er darf ja nicht weiterfahren. Okay, Herr Hoffmann, wir haben uns gerade besprochen und bei den Vergehen, weil es ja mehr als eins ist, müssen wir Ihnen leider ein Ticket einmal für die Fahrzeugtötung ausstellen, was in Höhe von 15.000 beträgt. Zusätzlich 15.000 wegen Fahren ohne einen Führerschein zu haben. Und wir müssen Ihnen noch das Auto entziehen, weil Sie es nicht führen dürfen. Für immer oder nur in der Garage? Natürlich für immer. Nein, das ist in seiner Garage. Also in seiner Garage. Moment. Warte, das kommt nur in die Garage und der sagt, wenn der ins Gefängnis geht, verliert er dann alle seine Sachen, die er jetzt hat? Yep.
Alles seine Lizenzen. Ich muss mich kurz korrigieren. Das Fahrzeug kommt in die Garage, aber sollten Sie ins Gefängnis gehen, dann verlieren Sie alle Lizenzen, die Sie aktuell haben. Das heißt also, ich werde Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen in Höhe von 30.000. So, dann mache ich das mal. Muss ich den vorerst freilassen? Nee, musst du nicht. Okay. Kannst du es direkt machen. Wie mache ich das nochmal? Auch mit K, ne? Ticketspieler. Jo. An Hoffmann 30.000. Gebe Ticket. Hoffmann bezahlte 30.000. Okay. Entfesseln danach, ne? Jo, genau. Ihr könnt auch, wenn ihr nett sein wollt, ihm erlauben, dass er mit seinem Fahrzeug direkt nach Kavala fährt und sich eine Lizenz kauft, wenn ihr wollt. Okay, Hoffmann, weil Sie so gut kooperiert haben, könnt ihr sich jetzt mit V einmal freimachen. Wir drücken nochmal ein Auge zu. Sie dürfen jetzt ohne Umwege langsam nach Kavala zurückfahren und dort eine Lizenz kaufen. Sonst müssen wir Ihnen das Fahrzeug sofort entnehmen. Ja, kein Problem, ich kaufe die Lizenzen sofort. Okay, dann bitte ich Sie, ohne Umwege verkehrsgerecht nach Kavala zu begeben und dort die Lizenz zu kaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, danke. Auf Wiedersehen. Mensch, das ist mega schwer. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Weil, ja, klar. Wenn man vorher sowas nicht gespielt hat, ist das natürlich komplett neues Genre. Macht das nicht gut, muss ich sagen. Das ist echt cool. Vielleicht den richtigen wieder erwischt hier. Weiter. Ganz langsam. Muss ich den jetzt aus der Liste löschen? Ist bei Verbrecher? Wenn du Ticket gibst, müsste er weg sein. Wenn nicht, ist es buggy. Nee, der ist weg, okay. Ich bin hier rechts, nehmt ihr mich bitte mit. Ihr wart echt weit weg, Mann. Ich bin den ganzen Weg hier gelaufen. Passagier. Wir können nochmal lasern, da fährt ein... What the fuck? Okay, du bist drin. Ja, das ist für uns mega ungewohnt, weißt du, weil wir den anhalten und dann noch gemutet warst und dann stehen wir da so. Und weißt du, ich hab wegen der Lizenz halt geguckt, der hat halt keine Führerschein-Lizenz gehabt, ne? Aber... Weißt du, wenn er behauptet, so ja, er hat aber eine und ich kann das ja nicht nachvollziehen, weil ich weiß nicht, ob die da steht, vielleicht hätte ich was anderes anklicken müssen. Ja klar, wir können jetzt auch aus dem Fahrzeug lasern. Wir können ruhig nochmal Kavala reinfahren, der Blut und der rote Offroader da vorne, der fährt immer zu schnell. Okay. Ab wo genau 10, 50? Weiter, da vorne kommt ein Ortsschild. Aber man soll erst ein paar Meter nach dem Ortsschild, also lasern, nicht direkt so pam, hier Ortsschild und los geht's, so gerechtigkeitsmäßig. Warte mal, hier müsste jetzt irgendwann kommen. Hier rechts ist es. Ist es? Okay. Das linke ist schon umgefahren. So, das rechte ist noch da. Okay. Oh. Ah, schöner Design. Ja, bei mir auch. Yo, Leute, ich hoffe, diese alte Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten DayZ-Folgen und unten die letzte alte Sly-Folge. Haut rein!